Das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Kleingesee wird jedes Jahr im Frühjahr fremdbestimmt. Denn dann sind es ausnahmsweise einmal nicht die Feuerwehrleute, die hier auf ihren Einsatz warten, sondern es sind die fleißigen Hände der Osterfreunde Kleingesee. 15 Damen und Herren, die sich jedes Jahr zur Osterzeit treffen und sich um das Schmücken des Osterbrunnens kümmern. In diesem Jahr mit einem ganz besonderen Motto. Wir haben einen Hinweis bekommen vom Tourismusbüro Gößweinstein. Die haben ja das Motto natürlich schon früher aufgegriffen und haben dann gemeint, ob wir nicht Lust hätten, uns an dieser Aktion Bier zu beteiligen mit unserem Osterbrunnen. Wir sind bekannt dafür, dass wir öfter mal was Neues ausprobieren. 2010 zum Beispiel haben wir die Fußballweltmeisterschaft auf die Eier gebracht und heuer denn eben dieses Biermotto. Zum 500. Geburtstag des Bayerischen Reinheitsgebotes ist also auch Kleingesee im Bierfieber und schmückt den sogenannten Bier-Osterbrunnen. Doch was ist das überhaupt? Also gleich mal schon mal vorneweg, es wird kein Bier rausfließen. Ich muss leider alles daneben. Nein, es geht darum, die Eier sind Substanz, die sind Bestand und wir haben die Eier so gestaltet, dass es immer irgendwas mit Bier zu tun hat. Wir haben hiesige Brauereien angerufen, angeschrieben, um Etiketten gebeten. Die haben wir zum Beispiel auf die Eier dann aufgeklebt, mit Klarlack überzogen, dass sie einfach wetterbeständig sind, dass es hält. Oder wir haben kleine Bierfässer gestaltet. 1000 Eier sind variantenreich zum Thema Bier beklebt und bemalt worden. Ganz unterschiedlich, jetzt zum Beispiel, das ist mit einem Flaschenhalsetikett haben wir da welche. Dann haben wir welche in den bayerischen Farben, auch mit dem Bayerischen Reinheitsgebot, mit dem Emblem drauf. Und dann noch ganz lustige Motiveier, auch immer mit dem Thema Bier. Dann zum Beispiel jetzt da, Mami, wo ist Papi? Fragt der kleine Hase und die Mutterhase sagt, Bier holen. Also immer irgendwas mit dem Thema, dass das alles zusammenpasst. Und so sieht's aus, wenn es dann wirklich fertig ist. Seit Oktober letzten Jahres ist der Ostertrupp schon am Planen und seit Februar am Vorbereiten des österlichen Schmuckes. Viel Liebe zum Detail und eine Unmenge an Geduld und Konzentration steckt in jedem Ei. Die 1000 Eier mussten aber erst einmal beschafft werden. Damit sie zusammenkommen konnten, hat das ganze Dorf wochenlang Hühner- und Gänseeier zusammengetragen. So ist der Brunnen nicht nur der einzige Bierbrunnen überhaupt, sondern auch ein sehenswertes Gemeinschaftsprojekt.